Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Mittwochsupdate hier auf dem Kanal. Mein Name ist Julia Aurelia und heute schauen wir mit dem Lenormand, wie die Energien gerade um dich und eine Situation sind oder womit du gerade zu tun hast. Wir werden auch noch mit dem Tarot ein paar Karten ziehen. Was wir aber als erstes machen, ist wie immer einmal die Schwingung anzuheben im gesamten Seelenkollektiv. Und wie machen wir das? Mit der Klangschale. Das heißt, wenn du nicht möchtest, dass deine Schwingung angehoben wird, dann kann ich das natürlich auch verstehen, wenn du sagst, ey, ich will einfach nur zur Kartenlegung. Dann gehst du einfach mal so 2, 3 Minuten in die Zukunft. Wenn du sagst, oh, ja, ein bisschen Entspannung und Schwingungserhöhung könnte ich gut gebrauchen, dann bleibst du jetzt hier und genießt die Klangschale. Also, lass uns mal starten. Und nimm einen tiefen Atemzug in deinen Bauch. Spüre, wie sich deine Bauchdecke wölbt, während neue, frische Energie in deinem Körper aufnimmst. Mit dem Ausatmen lösen sich Anspannungen und negative Energien. Okay, ihr Lieben. Und dann starten wir wie immer mit den Karten. Ja, wir ziehen heute das Lenormand und da habe ich hier das Grand Tableau Lenormand Oracle Cards. Die nutze ich im Moment in der Regel immer. Das sind aktuell meine Lieblings-Lenis tatsächlich. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal mit dem Mischen der Karten. Und wir geben die Energie vom Seelenkollektiv jetzt in die Karten und wollen mal schauen, was bei dir gerade so abgeht, was dir jetzt bevorsteht. Worum geht es aktuell? So, was sind die Energien im Seelenkollektiv? Ja, und ich höre den einen oder anderen singen. Was sind die Energien im Seelenkollektiv? Und heute schauen wir mit dem Lenormand. Und ich ziehe gleich auch noch mal ein paar Karten vom Tarot. Hoppala. Kommen wir mal rein, da gehen wir noch mal ein bisschen shuffeln. Okay, ja. Dann lass uns mal starten hier. So, den Einstieg machen wir mit dem Brief. Ich ziehe einmal die erste Reihe, damit ich gucken kann, ob das so halbwegs gerade ist. So, das Thema, beziehungsweise das Thema, was rede ich denn hier? So, deine Karte, das wollte ich sagen, 1, 2, 3, 4, deine Karte ist die Dame, egal ob du Mann oder Frau bist. Das bedeutet, die Nummer 29 im Deck, das bist immer du. Und ich habe das Gefühl, wir ziehen die Karten ein bisschen rüber hier. So, okay. Das bist immer du und das ist unser Ausgangspunkt jetzt. Und das wird uns jetzt gleich einmal so ein bisschen erzählen darüber, wo du gerade stehst, was so los ist, was so abgeht bei dir. Hier, Le Monsieur im Übrigen, ist die Person, mit der du es zu tun hast. Könnte auch La Madame sein. Also hier ist ein Platzhalter für eine Person in deinem Leben. Ob diese Person männlich oder weiblich ist, das kann hier unterschiedlich sein für euch. Das ist nicht festgelegt. Ebenfalls könnte das ein Beziehungspartner sein. Oh, guck mal, wen haben wir denn da? Da haben wir dich.
Beziehungspartner sein, könnte jemand sein, Freund, Freundin, Familienmitglied, Arbeitskollege. Lass uns mal gucken. Okay. Falls du neu bist mit dem Lenormand, es gibt verschiedene Arten und Weisen, das Lenormand zu deuten. Zum einen kannst du die Karten mit begutachten, die um dich herum liegen. Dann kannst du gespiegelt, geröstelt werden und man kann auch die Häuser anschauen. Das kann sich ein bisschen schwierig anhören oder kompliziert anhören, wenn ich anfange, darüber zu reden. Ich versuche, mich ein bisschen zurückzuhalten mit, okay, ja, hier haben wir das in dem und dem Haus. Hin und wieder werde ich aber reinfallen, in diese Weise zu sprechen. Nichtsdestotrotz, höre einfach auf die Botschaften, wenn dir das Gedeute ein bisschen zu kompliziert wird hier. So, das Erste, was ich einmal sehen möchte oder was ich sehe, wo ich jetzt erstmal drauf schaue, ist deine Position hier. Du hast ein paar Belastungen aktuell. Wir sehen hier das Kreuz, das lastet auf dir. Darüber ist auch nochmal der Hund. Es könnte hier Belastungen geben innerhalb einer Freundschaft, die dich gerade so ein bisschen ja, runterdrücken. Gerade das Kreuz ist eine Energie, die doch sehr ja, belastend ist. Ne? Und das könnte sein, dass du belastende Gedanken hast oder du denkst über eine Situation nach, die dich belastet. Und das, wie gesagt, könnte zu tun haben, wenn wir den Hund hier einmal mit einschließen, mit einem Freund. An einen Freund, eine Freundin. Wenn das nicht der Fall ist und du sagst, nee, Freund, Freundin, alles prima, dann können wir auch das Thema Unterstützung hier haben. Vielleicht gibt es hier irgendeine Belastung zum Thema Unterstützung, unterstützt werden. In der Regel, du selber bist im Hause der Unterstützung. Ne? Also du bist hier selber im Hause des Hundes. Bist also sehr fokussiert vielleicht darauf, eine andere Person zu unterstützen. Und das könnte hier eine Belastung darstellen. Oder es geht darum, dass du vielleicht Unterstützung bekommen sollst. Da könnte es aber mit dem Kreuz gefühlt sein, dass da vielleicht es gewisse Herausforderungen gibt, was das angeht. Und wenn wir uns das mal anschauen, wo du drauf gespiegelt bist, ne? Gespiegelt hier, das ist quasi sind die Karten der Mond, der Berg und das Kreuz. Ja, wir sehen hier definitiv gewisse Herausforderungen, die dich belasten. Das kann zu tun haben hier mit der Sense. Weil wir im Hause der Belastung die Sense haben. Und im das ist das, was ich meine. Und hier im Hause der Sense haben wir das Kreuz. Die Sense kann für harte Arbeit stehen. Also, wir gehen mal in die Aspekte rein. Und das ist immer, wo ich euch versuche, so viel mitzugeben, wie es wirklich geht. Weil einfach die Karten nicht nur eine einzige Bedeutung haben, sondern in verschiedene Aspekte so ein bisschen reingehen. Was sich hier belasten kann, ist das Thema harte Arbeit. Und das sehen wir hier als große Herausforderung an. Und vielleicht geht es darum, quasi unterstützt zu werden in der harten Arbeit. Oder du unterstützt andere und bist sehr, sehr hart arbeitend, was das angeht. Die Sense ist sowohl die Erntezeit, aber auch, da kommen wir quasi, eine harte Arbeit bringt auch die Erntezeit. Aber gefühlt mit den Aspekten ist das extrem harte Arbeit. Oder dass es hier darum geht, etwas zu kürzen. Und das könnte dich belasten. Ne? Also vielleicht sagst du, okay, das ist alles zu viel. Das ist alles, eine Situation ist mir zu viel geworden. Eine Situation ist nur noch herausfordernd, nur noch belastend. Jetzt überlege ich hier wirklich etwas zu kürzen, einen Schlussstrich zu ziehen, vielleicht komplett. Sense sagt, vielleicht wird etwas gekürzt, aber vielleicht auch komplett unterbrochen. Etwas könnte hier komplett abgebrochen werden. Das ist das, was wir hier einmal haben. Im gleichen Mix bist du auch noch hier auf dem Thema Anerkennung und Wertschätzung. Also, und da sehen wir gleich wieder einen Hinweis zum Thema Beruf. Aufgrund dessen, dass die Karte, auf die du gespiegelt bist, das ist der Mond. Und im Hause des Mondes haben wir den Anker. Und das ist meine Hauptkarte im Prinzip für deine Arbeit, aber auch für die Ziele, die du hast. Und ja, kann auch Stabilität und Sicherheit sein. Aber in dem Kontext, wie ich es hier wahrnehme, ist es gefühlt so, dass du zum einen schon sehr viel Anerkennung und Wertschätzung bekommst für deine harte Arbeit. Das zum einen. Und wir sehen auch hier, ich meine, das ist alles hier noch ein bisschen weiter weg von dir. Aber aufgrund dessen, dass der Anker sich eben so drauf beziehen lässt, habe ich schon das Gefühl, dass du in die Richtung von Stabilität gehst. Auch wenn die Reise oder die Zielsetzung gerade noch ein bisschen unklar ist oder du nicht genau weißt, wie die Reise weitergeht. Aber
Ich habe schon das Gefühl, dass du hier beruflicher Natur sehr viel Anerkennung und Wertschätzung grundsätzlich bekommst, aber dass auch eben gegebenenfalls sehr viel harte Arbeit hier ist. Es könnte auch die Anerkennung und Wertschätzung sein, und jetzt wird es wieder spannend, von einer Person, mit der du es zu tun hast, weil hier Mond im Hause des Bären, Bär ist direkt neben der anderen Person. Sprich, was haben wir da? Es kann sein, dass die andere Person hier einen Einfluss auf diese Situation hat und dass es hier vielleicht nicht um berufliche Anerkennung geht, sondern Anerkennung und Wertschätzung von dieser anderen Person, wo ich gefühlt das Thema Nervosität und Stress sehe mit dieser Person, weil die ha im Hause der Vögel ist. Auch hier sind die ha im Hause der Vö sorry, hier sind die Vögel an dem Mond dran. Also wenn es nicht Arbeitsthematiken sind, wie als erstes erwähnt, dann gibt es hier Anerkennung und Wertschätzung. Es gibt hier, oder beziehungsweise das ist ein Teil einer Herausforderung, gegebenenfalls mit der anderen Person. Nun, weil die andere Person so dicht an dir dran ist und sich jetzt eben dadurch schon mal auf dich hat beziehen lassen, habe ich das Gefühl, wir schauen uns diese Situation mal ein bisschen weiter an. Diese Person ist dran an der Partnerschaft, an der Beziehung. Die Gedanken könnten sein zum Thema Partnerschaft, zum Thema Beziehung. Gefühlt gibt es da Unklarheiten. Es gibt Unklarheiten innerhalb dieser Partnerschaft zu dieser Person oder die Person ist sich im Unklaren über diese Partnerschaft, weil wir gegebenenfalls hier auch mit dem Thema des Turmes, das Thema Trennung haben. Vielleicht siehst du und die andere Person, ich gehe jetzt in verschiedene Aspekte hier rein, weil das ist das, was zwischen euch liegt. Und was man auch machen kann, ist zu sagen, okay, welche Karten verbinden euch denn? Ne? Dann geht man hier hoch und sagt, ah, okay, hier und hier. So, das heißt im Prinzip, all diese Karten nehme ich jetzt einmal mit in die Deutung. Und ich habe das Gefühl, hier wird Karma aufgelöst, weil das ist meine Kombination. Die Sonne ballert dir nämlich alles weg. Auch das Kreuz. Kreuz ist so ziemlich die schwierigste Karte, würde ich sagen. Ein Kreuz zu tragen, Belastungen, Herausforderungen, all diese Thematiken, während die Sonne die beste Karte ist, ballert dir alles weg und negative Karten werden gemildert. Das heißt, eine Belastung wird hier gefühlt weniger, wird gemildert. Es kann eben sein, dass hier ein Karma aufgelöst wird. Das ist aber gefühlt eine Lebensaufgabe hier, wenn wir uns das mal anschauen, weil der Baum des Lebens ist im Hause der Belastung. Also sprich, hier haben wir eine karmische Lernaufgabe, eine karmische Lebensaufgabe, von der ich aber auch das Gefühl habe, hier wird etwas jetzt ein bisschen leichter. Auch ganz spannend, was hier zwischen. Oh, guck dir das mal an. Okay, 22 und hier die 2. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Was auch immer jetzt die Entscheidung ist, die zwischen euch steht, das ist eine Chance auf neue Leichtigkeit, neues Glück, eine neue Chance auf gewisse Art und Weise. Hier ist eine Entscheidung zwischen euch und was auch immer diese Entscheidung ist, ihr seid hier auf dem richtigen Weg. 2, 2, 2. Diese Entscheidung bringt vielleicht ein bisschen Konflikt. Konflikt, aha, gucke mal, da kommt Ding Dong, Ding Dong. Konflikt aufgrund dessen, dass hier irgendwas endet. Und was endet hier? Ja, gefühlt etwas mit der anderen Person. Etwas ist im Stillstand. Wir sehen also hier das Haus der anderen Person. Etwas ist im Stillstand. Etwas geht nicht weiter. Vielleicht aber auch das Thema Ende mit dieser Person, was für einen Konflikt sorgt. Ende, Stillstand, Veränderung, Transformation sorgt für einen Konflikt hier mit der anderen Person und bezieht sich auf eine Entscheidung. Diese Entscheidung aber gleichzeitig stellt eine Chance und eine Möglichkeit dar, insbesondere hier. Guck dir mal an, was vor dir liegt, ne? Also wir sehen eine Chance, eine Möglichkeit, Leichtigkeit, etwas wird besser, bis hin zur Sonne, sprich das ganz große Glück, der ganz große Erfolg. Das ist jetzt auf gerader Linie erstmal hier. Wir kommen dann natürlich auch hier, da sind noch ein paar Herausforderungen, die aber grundsätzlich, also Herausforderungen hat man eh immer, oder? Wann hört das schon mal auf? Herausforderungen hören, glaube ich, auf, wenn wir nicht mehr auf der Erde sind und als alte Seele ausgestiegen sind aus dem Kreislauf der Inkarnation. Wobei, dann hat man wahrscheinlich andere Herausforderungen. Anyway, lass uns mal wieder zum Thema hier kommen. Ja, und eine neue Chance könnte auch das Thema selbst. Okay, das ist die Sache, ne? Der Turm steht für das Thema Rückzug, Trennung. Es könnte also sein, dass das Thema Rückzug, Trennung hier auf gewisse Art und Weise eine Chance darstellt. Wenn das nicht der Fall ist und es nicht um einen Rückzug, eine Trennung, ein Ende oder Stillstand mit der Person geht, wobei Ende und Stillstand irgendwas gefühlt läuft hier nicht so ganz optimal.
Aber der Turm kann für das Thema Unabhängigkeit stehen. Vielleicht gibt es Unklarheiten innerhalb dieser Partnerschaft bezüglich einer Unabhängigkeit oder einer Selbstständigkeit hier. Auch das wäre möglich. Wir sehen an deiner Seite eine große Veränderung. Wir sehen also, kürzlich stattgefunden hat hier eine Veränderung in deinem Leben. Das sehen wir hier. Die Veränderung gefühlt war wie ein Geschenk. Das könnte auch gekommen sein durch ein Angebot, was dir gemacht wurde, oder eine Überraschung. Es könnte auch ein Treffen sein, was wir hier in der Vergangenheit sehen. Ein Angebot in der Vergangenheit hat hier eine Veränderung in den Fluss gebracht. Kann auch hier eine Veränderung sein, die zu tun hat mit Finanzen. Also was wir hier zum Beispiel. Ja, okay, Moment, ich gehe ja gleich hin. Ich kriege dann immer gleich Botschaften. Und okay, wir gehen gleich einmal auf diese Reihe hier. Wir sehen also hier ein Angebot, eine Nachricht führt zu einer Veränderung auch finanzieller Natur. Das heißt, es kann sein, dass du ein Geldangebot bekommen hast. Vielleicht wurde dir Geld angeboten, eine Erhöhung angeboten. Oder hier ist irgendeine Art Angebot, was etwas verändert, was sich aber auch wiederum bezieht auf die Beziehung. Denn hier haben wir nämlich die Finanzen im Hause der Beziehung. Also diese Beziehung kann auch beeinflusst sein von dem Thema Finanzen. Schauen wir uns das mal hier an. Ein Angebot, ein Neuanfang, ein Angebot, eine Überraschung führt hier in einen Neuanfang. Ein Neuanfang liegt hier wie ein Geschenk. Und wir sehen hier tatsächlich das Thema Lösungen. Also du gehst hier rein über einen Neuanfang. Das heißt, ein Neuanfang könnte hier eine Lösung sein. Und dieser Neuanfang, der wird auch kommuniziert, weil er im Hause der Kommunikation ist. Und dann sehen wir hier wirklich eine Lösung. Diese Lösung, grundsätzlich, abgesehen, dass dieser Neuanfang eine Lösung darstellt, gibt es hier aber auch eine Lösung, die zu tun hat mit den Finanzen. Es könnte sein, dass vielleicht etwas an dir nagt, was mit dieser Lösung zu tun hat. Vielleicht sagst du, okay, das ist die Lösung, aber es ist auch ein bisschen herausfordernd oder es ist vielleicht nicht so optimal, wie ich mir das vorgestellt habe, oder diese Lösung nagt an mir, oder die Lösung bedeutet, dass vielleicht auch etwas in den Verlust gehen muss. Auch das wäre hier möglich. Und dann, wie gesagt, sehen wir hier die Finanzen. Was haben wir jetzt gesagt? Moment. Genau, es gibt finanzielle Lösungen hier gefühlt oder es sichern sich die Finanzen ab. Auch das wäre möglich. Ja, was haben wir hier noch? Der Erfolg, dein Schicksal. Ich habe das Gefühl, im Moment weißt du nicht so ganz genau, in welche Richtung diese Situation hier gehen soll, weil du aktuell sehr gedrückt bist von diesen karmischen Energien und den belastenden Energien. Das wird sich aber sehr, sehr bald klären. Also wenn du gerade noch fühlst, so, boah, es ist irgendwie so schwer, so anstrengend. Das klärt sich, gefühlt über eine Entscheidung, ein Angebot und dann das Thema Neuanfang, was wir hier haben. Aber auch, dass sehr wahrscheinlich etwas gekürzt werden muss oder etwas beendet werden muss, auch wenn das vielleicht erstmal quasi für einen Konflikt hier sorgt. So, was habe ich denn noch? Ich habe das Gefühl, ich möchte dazu nochmal das Seelenreise-Tarot befragen. Gibt es irgendwas, was das Seelenkollektiv zu dieser Situation noch wissen sollte? Hoppala, Moment. Oh. Was sollte das Seelenkollektiv hier über diese Situation noch wissen? Okay, drei Karten. Oh mein Gott. Was? Turm? Den wollten wir diese Woche nicht sehen, oder? Ah, nee, in dieser Kombination wollen wir ihn sehen. Hervorragend. Okay, also hier geht es darum, ein Muster zu durchbrechen. Halleluja. Wir sehen hier einmal den Turm, die Acht der Schwerter und der Mond. Irgendjemand hat hier Selbstsabotageverhaltensweisen. Jemand ist immer am Negativdenken oder ist in einem gewissen Muster drin. Es kann auch sein, dass hier, das könntest du oder die andere Person im Übrigen sein, ne? Also, ich habe das Gefühl, so rum muss es sein. Feststecken, das Gefühl zu haben, festzustecken. Es geht hier nicht weiter, es ist kein Fortschritt möglich. Selbstsabotage, Negativdenken, Gründe finden, warum etwas nicht geht, Drama kreieren. Der Mond, Unsicherheiten, Ängste, Illusion, feststecken in einer Illusion, feststecken in Ängste, feststecken in Unsicherheiten, welche wiederum gefühlt Triggerpunkte sind in einer Situation und dadurch immer wieder Teil eines Konfliktes. Durchbrechen. Im Prinzip ist das so ein bisschen auch die Energie vom Teufel. Man ist gefangen, gefangen in eigenen Ängsten, in eigenen Mustern, in eigenen Illusionen. Das Durchbrechen, das Klarsehen dieser Angelegenheit hier. Also, das macht natürlich Sinn. Auch hier, ne, mit dieser Energie. Irgendwas wird weniger, etwas wird leichter. Es bringt zwar hier gewisse Konflikte, die hier ebenfalls eine Rolle spielen innerhalb dieser Angelegenheit, aber gefühlt endet hier
Ist es das Durchbrechen eines negativen Musters bei dir, bei der anderen Person oder bei euch? Ja. Wow, ich bin mega krass geflasht. Wer hätte gedacht, dass das hier nochmal so abgeht heute? Ich nicht, aber so ist es. Lass es mich gerne wissen unter diesem Video, ob du mit der Legung resonierst, was das Ganze für dich ist. Und ich freue mich, ja, dich nächsten Sonntag wiederzusehen. Denn auch hier sage ich nochmal gerne, jeden Sonntagabend und jeden Mittwochabend treffen wir uns hier bei der Premiere der jeweiligen Wochenvideos im Live-Chat. Und ich liebe das und sage da nochmal vielen Dank für alle, die auch immer fleißig um, wann ist es denn, 20 Uhr deutscher Zeit, im Live-Chat sind für ein paar Schnacks, die man da haben kann, während das Video das erste Mal läuft. Falls du also neu auf dem Kanal bist, das kannst du dir quasi aufschreiben. Das sind die Standardtermine, wo wir uns immer auch ein bisschen unterhalten können. Im Live-Chat. Mittwochsabends und am Sonntagabends. Ja, genau. Und hier auch nochmal an dieser Stelle die Information für die Tarot-Ausbildung, die ich jetzt kreiert habe. Du kannst weitere Infos bekommen, wenn du dich im Newsletter anmeldest. Den findest du wiederum auf meiner Internetseite. Das heißt, einfach mal auf die Infobox gehen unter diesem Video. Erster Link ist zu meiner Internetseite. Scroll, 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 scroll. Zum Boden, wie sagt man, nach unten scrollen und dort findest du die Newsletter-Anmeldung. Und da werde ich dir nochmal das Veröffentlichungsdatum, also wann es dann wirklich auch bereit ist, dass du dich anmelden kannst im Kurs, das veröffentliche ich über den, oh Gott, ich kann schon nicht mehr sprechen, das veröffentliche ich über den Newsletter. Zusätzlich dazu gibt es über den Newsletter immer das wöchentliche Taroskop. Auch das ist jetzt relativ neu, habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, aber ich kündige das auch gerne nochmal an. Wenn du also sagst, oh, ich liebe ja deine Wochenbotschaften, möchte aber gerne noch mehr, ich möchte mehr Tarot, dann kannst du dich im Newsletter auch dafür anmelden. Denn jeden Freitagabend, Samstagmorgen, je nachdem, es halte ich mir gerade noch so ein bisschen locker, sende ich das Taroskop raus für die kommende Woche, für jedes einzelne Sternzeichen. Wenn du also zusätzlich zu diesen Legungen noch ein bisschen mehr Informationen ganz persönlich für dich möchtest, dann melde dich dort auch eben gerne an. In diesem Sinne sage ich jetzt vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich darauf, euch am Sonntagabend wiederzusehen. Also bis dann. Muah. Thank you.